Still checking in the place, still cold. Moving in the way, no. So, Freunde, hier ist wieder euer Terra und heute gibt es wieder ein kurzes Gameplay-Commentary hier auf dem Clan-Channel von mir. Im Hintergrund seht ihr heute mal wieder ein Black Ops 2 Gameplay, passend zum kommenden Black Ops 3, würde ich mal behaupten. Es ist eine 130 Sekunden Nuked Out mit der G-Com erspielt. Sieht man auch nicht so oft die G-Com von da aus, denke ich mal, recht ansehnlich. Link zu seinem Kanal ist unten in der Beschreibung, genau natürlich wie zu meinem Kanal. Und ich habe mir heute kein richtiges Thema rausgesucht, sondern will einfach nur mal kurz um Black Ops 3 reden. Jetzt nicht irgendwelche Infos oder so rausballern, sondern einfach mal nur, so ein bisschen, wie so Real Talk, Werde jetzt nicht lang, wie gesagt, und jetzt auch nicht hier so schwerwiegend, was weiß ich. Auf jeden Fall geht es darum, dass das Spiel kann noch so gut sein. Ja, Black Ops 2 ist auch ein hervorragendes Spiel, aber wenn sich wirklich in der Community jetzt nichts ändern sollte, dann ist es ein Spiel wie Ghost oder wie AW, wo einfach keinen mehr Spaß machen wird? Oder ist es ein Spiel wie Black Ops 2 zum Ende hin? Ich meine, wer jetzt in Black Ops 3 noch was reißt, Respekt dafür. Also ich meine, man muss erstmal die Lobby dafür finden. Wie gesagt, das große Problem eigentlich zurzeit ist einfach die Community bzw. die Spieler, dass eben der eine den anderen nichts gönnt. Und das ist eben das Problem. Und wenn wir das so ein bisschen in den Griff kriegen, denke ich wirklich, dass es ein richtig gutes Spiel werden kann. Wie gesagt, das Spiel sieht richtig geil aus. Ich glaube sogar, der von die Two Epic Buddies, Benny oder so, der hat schon die erste Nuklear. Er sagt zwar, er hat die, er spielt gegen richtige Gegner. Beweisen kann man es jetzt nicht, ob das nicht auch gegen Bots ist. Ich glaube es einfach mal. Auf jeden Fall, man hat schon mal gesehen, das Spiel wird richtig Spaß machen. Aber wie gesagt, es wird nur Spaß machen, wenn sich auch die Community ein bisschen dran hält. Von da aus, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ich bedanke mich natürlich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen. Wünsche noch einen angenehmen Tag. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Und dann sage ich nur noch, ich bin raus. Haut herein.